bitte nicht. Ja, wir gucken, dass wir jetzt ein Regal aufbauen und vielleicht passieren lustige. Jo, Leute. Wir haben es geschafft. Und er tritt herein, das Monster. Das Seil noch, weil sonst würde ich das oben unter die Decke hängen. Was willst du da dranhängen? Mich. Das sind zwei. Okay, wenn ich jetzt eine 4 würfel, dann kommt dieser wieder nicht online. Sag mal Bescheid, wo ihr den Schrauber herkommt. Und wenn nicht, fragt eure Mutter. Jungs, ist es das? Das ist es! Das ist es? Das ist es! Checkt ihr, was wir gerade machen? Also nicht wir, sondern die. Aber ich habe auch mitgesägt. Ja, ja, ja. Ich bin Sebastian, du hast nicht einmal die Säge angefasst. Marius, habe ich die Säge angefasst. Er hat das Stück hat er gesägt. Das Stück habe ich gesägt und das ist das Wichtigste. Das ist ein tragendes Element. Im Gegensatz zu dir. Leichte Beule! Hier entsteht gerade eine Halfpipe und ich kann dir mal kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Rema, das war nicht. Mein Jutzer, ich würde dann kurz. Ich wollte aber wirklich zugucken. Meine aller Jutz, ihr habt's gesehen. Die Halfpipe steht. Wir haben auch leider Gottes blöderweise wieder mal Besuch bekommen von den letzten. Was passiert, wenn ich Kevin jetzt in Freude gekommen komme? Ey, yo, ich sterbe jetzt, was geht? Bruder, du kannst doch gar nicht skaten. Das ist mein Skateboard. Oh, das ist meins, bitte. Ich habe auch so eins. Ja, WTF, du sagst es, Mann. Ich komm, ey, mega egal, ich komme so gleich mit dem Ding. Ey, Kevin, ich hab dir auch was gekauft. Das ist so eine Irrenasche. Kannst du gar nicht skaten? Kannst du mal kurz Boah, ey, mach du mal. Ach so, stimmt, Digga, damit ist es viel sicherer. Hast recht, Digga. Es hat einen Motor, Bro. Digga. Das Ding ist doch nicht so scheiß. Das wird immer schlechter, einfach. Ach du Scheiße! Gas, ja, keines noch! Ach du Scheiße! Kevin, du fettes Stück Scheiße! Komm, schon! Das ist aber schmerzhaft draußen! Lass damit echt runter! Ja, mach ich doch! Weil du willst damit runterfahren! Ja. Jo! Ich hab ganz schön gemacht und das Ding fällt jetzt 95 km/h. Weißt du, was das drin ist? Crispy Rock Chips, Junge! Zwei Monate mit der Halle und dann stirbt irgendwer. Ich kann damit gar nicht da runterfahren, das geht gar nicht. Nimm die Höhre! Das ist es! Die Zentrale von Amazon direkt. Fährst jetzt ins Büro. Komm zum Nitro Circus! Motivier dich, Junge. Du droppst jetzt mit DX rein. Okay. Boah, klasse, jetzt Tony Hawk. Mein Jutzer! Ich muss kurz Alkohol trinken, glaube ich. Ja, jetzt mit dem Ding hier runter, oder? Wollen wir zusammen dem? Warte, das geht kaputt direkt. Rein. Das ist so dumm. Mein Jutzer hat eigentlich eine Sonderangebote. Meine Mom im Aldi Gang 3 Bananen runtergesetzt. Wir gehören alle eingewiesen, ich sag's nicht so wie du. Nein, nein, wir kriegen alle den Förderpreis für Kultur. Mo überredet, fahr. Kann ich mit fremden Fahrrad fahren? Geht nicht. Doch, doch. Du kannst doch ständig mit fremden Frauen schlafen, das passt. Aua! Schmerzen sind temporär, aber Views, die bleiben. Ich verstehe mich nicht. Ja, wenn du keine Kinder mehr willst, mach, Bro. Ist es dumm so? Sehr die Eier klemmen. Das ist mega smart, Bro. Das ist actually wirklich. Aber wie bist du auch nein, 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 wirklich, das ist super. Ja! Yeah! Alter, wie genius ist das denn? Einfach mit der Hand Gas geben. Der Fahrer macht noch Kraft in der Luft. Hör, hör, hör. Ja, 1, 2, 3. Oh mein Gott. Ja, Mann. Ich sag's euch, wie es ist. Wir müssen mehr aus dem Auto ausbauen. Jetzt! Eins auf, Digga! 1, 2, 3! Mua. Mua. Kamerakuss. Wie er sich gefreut hat. Ah! Yo! Oh! Ja. Wow! Das hier ist das sicherste Fahrzeug, das ist Bundeswehr-approved. Es ist ein Waffencontainer, der auf der Party vergessen worden ist. Das heißt, das Ding hält wirklich einiges aus. Oh. Ja! Oh!
Nein, aber von Halt, oder? Porsche-Fahrer. Ey, jetzt nicht loslassen. Das Rad muss halt eigentlich los. Ey, nicht so loslassen. 3, 2, 1, los! Nein, noch nicht. Nein, ich fahr auf den Kopf, ich fahr auf den Kopf, ich fahr auf den Kopf. Jetzt werden sie die Kopf. Genommen. Das ist zu gefährlich. Man muss auch manchmal erkennen, dass man nicht endlos Leben hat. Ich bin Revinzeit und ich stehe für Action. Ja, das ist echt ein cooler Vlog, den ich hier drehe.